die Schule, so wie wir sie kennen, heute noch zeitgemäß? Ja oder nein? Ich kenne das Schulsystem ja von beiden Seiten, natürlich als Schülerin, aber auch als Lehrerin. Ich habe ein paar Jahre als Englischlehrerin an einer AHS gearbeitet und das Unterrichten an sich hat mir sehr Spaß gemacht. Aber weißt du, was ich gekostet habe? Das ewige Korrigieren. Und ganz ehrlich, das macht was mit einem. Du wirst wahnsinnig defizitorientiert, weil du ja die ganze Zeit Fehler ausbessern musst. Und die Zentralmatura hat die Freiheit des Unterrichtens auch sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Aber Standardisierung wird in unserem Bildungssystem halt einfach großgeschrieben. Es gibt auch eine klare Hierarchie in den Unterrichtsfächern, das ist weltweit die gleiche. Ganz oben sind Mathematik und Sprachen, die Naturwissenschaften, dann kommen die Geisteswissenschaften und ganz unten ist Kunst. Warum ist das so? Naja, ganz einfach. Du musst ja das lernen, was der Markt nachher braucht. Und ich muss ja sagen, ich habe in der Schule wirklich viel gelernt. Also viel, was ich nie wieder brauchen werde. Ziemlich viel habe ich auch wieder vergessen. Aber ich habe mir schon oft gedacht, es gibt einiges, was ich gern gelernt hätte, was ich nicht in der Schule gelernt habe. Die Frage habe ich übrigens auch der Chris Pichler am Psalm Osterfestival gestellt. Habe ich sie gefragt, was hättest du gerne in der Schule gelernt, was du nicht gelernt hast? Und ihre Antwort darauf war: Ich glaube, schon früh eigenständiger zu denken und zu lernen, was sind meine Fragen? Das habe ich ganz lange nicht gewusst. Und wie stelle ich sie? Das lernst du halt in unserem Bildungssystem nicht. Da muss man sich einfach mal die Wurzeln unseres Bildungssystems anschauen. Unser Bildungssystem kommt ja aus dem 19. Jahrhundert. Das war die Zeit der Industrialisierung. Und das Ziel war, Fabriksarbeiter auszubilden. Jemand, der Befehlen gehorchen kann, Anweisungen ausführt und einfach seinen Job macht. Und dieses Bildungssystem hat sich seither nicht wahnsinnig verändert. Ich meine, gut, die meisten von uns sind jetzt keine Fabriksarbeiter mehr. Aber es geht immer nur darum, dass wir uns in das bestehende System eingliedern und nicht groß aus der Reihe tanzen. Da gibt es ja den berühmten TED-Talk vom Sir Ken Robinson, der sagt, Schule erstickt Kreativität. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wäre ein Wolfgang Amadeus Mozart je so erfolgreich worden, wenn er eine hundsnormale Schule gegangen wäre? Den hat er sein Vater unterrichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, der Mozart war aber ein Wunderkind. Ja, schon. Aber in unserem heutigen Schulsystem, wo Kunst in der Hierarchie ganz unten angesiedelt ist, da wäre er nicht weit gekommen. Oder? Das große Problem ist, dass es bei unserem Bildungssystem absolut nicht um Potenzialentfaltung geht. Da muss jeder denselben Baum aufkriegen. Nur ist es halt zum Beispiel schwierig, einen Fisch daran zu messen, wie gut er einen Baum aufklettern kann. Die eine Begabung ist nicht besser als die andere. Wie könnte denn eine Schule der Zukunft ausschauen? Der Gerald Hüther sagt, bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir uns die Frage stellen, welche Gesellschaft wollen wir? Weil das Schulsystem ist halt perfekt eingebettet in unseren jetzigen gesellschaftlichen Kontext. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass man sich überlegt, nach welchen Werten wollen wir leben. Ich glaube, die Zukunft liegt in Kooperation statt Konkurrenz, in einem Leben mit der Natur und nicht gegen sie und in Mut statt in Angst. Oder was denkst du? Wie schaut für dich die Schule der Zukunft aus?